Okay, das Energiesparteam der Schule stellt seine Projekte, seine Entwicklung vor und Besucher können auf dem Energierad, auf dem ich hier gerade sitze, oder besser hocke, so muss ich mal sagen, erfahren, was geht, oder besser erradeln, wie wertvoll Energie ist. Das ist ein Projekt der beruflichen Schulen in Husum, also der beruflichen Schule des Kreises. Ich versuche ein bisschen Gas zu geben, das vorne weg. Jetzt geht mir ein Licht auf und das ist schon mal ganz klar. Wie schnell muss ich denn vorne mit anleuchten? So, ja. Mir reicht das, ja. Ich bin schon ganz schön cool dabei. Was kann denn der Besucher aus seinem Energieradbilanz ablesen? Was kriegt denn der dann mit? Kann er nachher sagen, das schaffe ich nie oder was lernen? Also ein Gefühl dafür, wie wertvoll Energie ist, wie schwierig es ist, Energie zu erzeugen und was für einen Stellenwert sie hat. Und wir können jetzt sagen, sie sind gefahren 10 Minuten, 10 Sekunden gerade eben. Wenn sie Fernsehen gucken wollten, müssen die Timer so lange fahren. Also muss der Tatort kürzer werden in Zukunft, damit das funktioniert. So ist es. Und das binden wir ein, wir machen Energie greifbar, handhabbar, Zahlenwerte, Kilowattstunden und so weiter sagen ja nicht viel aus. Und hier merkt man mal wirklich, wie wichtig Energie ist und wie schwer sie zu erzeugen ist. Also meine Kraft würde nur für Mainzelmännchen reichen. So ungefähr. Dankeschön, alles Gute. Ich gebe noch ein bisschen Gas, das ist schon schön.